Also das Castello wurde um 1200 von Friedrich II. Bevor es nach Bari geht, haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Und zwar geht es jetzt zum Castel del Monte. Oder Mira? Also das Castello wurde um 1200 vor... Ich bin so aufgeregt. Nochmal. Es ist Tag 2 in Bali. Bali ist super geil. Bali ist eine der geilsten Städte, in die ich jemals gewesen bin. Ich überlege sogar, im Dezember nochmal herzukommen. Ich bin nicht der allzu große Traveler oder ich sehe die Welt ganz gerne. Aber wenn ich mal einen Fleck erreiche, dann bin ich froh hier zu sein und entdecke ganz gerne ganz coole Dinge. Und man merkt hier auf jeden Fall den süditalienischen Einschlag. Es ist unglaublich heiß. Es sieht hier aus wie in einer arabischen Großstadt. Es gibt an jeder Ecke, ich schwöre, ich garantiere 100%, an jeder Ecke gibt es Cannoli. Die Hafenpromenade ist unglaublich cool. Die Universität, Bombe, sieht richtig cool aus. Sieht alles so aus, wie als wäre man hier irgendwo in einem, ich weiß nicht, in der Karibik oder sowas. Also, wer mal Lust hat, eine neue Stadt zu entdecken, auf jeden Fall Bali ist ein Secret-Tipp. Ich war gestern Abend noch im Hotel, gab es auf der Terrasse so ein kleines Konzert. Da hat eine Frau mit der Theremine gespielt. Theremine, dieses Star Trek-Instrument, das hier so... Hatte schon so einen gewissen Touch von Subkultur, hier entwickelt sich was, hier geht was. Weil ich denke, dass in gerade solchen armen Regionen und Städten sich Kunst ansammelt und Künstler kommen, weil es billig ist, keine Ahnung, was hier los ist. Auf jeden Fall eine super geile Stadt, sehr empfehlenswert. Leider ist mein Speicher mit 350 Videos gefüllt. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Footage ich aus Bari mitnehmen kann. Also das hinter mir ist die Festung von Bari, weil Bari ist eine alte Hafenstadt, die auch zigtausend Mal schon überfallen wurde. Ich war in meinem Leben aber in so vielen Festungen mit meiner Mutter und meinem Vater und in so vielen Burgen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, nee, ich gehe da nie wieder rein. Trotzdem, der Blick von außen verrät, es muss wunderschön sein, es sieht richtig geil aus. Thank you.
Gleich geht's zum Flughafen und dann war das der letzte Tag in Bali. Sag, Bali ist eine der allerschönsten Städte, in denen ich jemals war. Es ist unglaublich schön. Ich freue mich schon drauf, dass ich das nächste Mal herkomme und noch mehr entdecken kann. Stay tuned. Keep safe. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück nach Bari, wo wir auch angekommen sind mit dem Flugzeug. Und wir haben ein Mietauto und deswegen fahren wir mit dem Mietauto jetzt nach Bari. Ziemlich geil. Und ich liebe italienische Raststätten. Look at that. Foggia, keine Ahnung, wie es heißt. Trancio di Pizza con Rucola. Was geht ab? 5 Euro? 5 Euro? Ich meine, im Vergleich zu deutschen Tankstelle-Raststätten ist das hier halt einfach ein 5-Sterne-Lokal. Richtig geil, richtig, richtig geil. Das heißt, wer noch nicht in Italien war, oder beziehungsweise jeder, der in Italien war, weiß ganz genau, bestes Raststättenessen. Bestes. Es gibt einfach nichts Besseres, als in der Raststätte zu essen.